Ja, herzlich willkommen zu diesem dritten Video aus meiner Reihe zu Outer City. Und da geht es darum, den ersten Podcast mit Outer City erzeugen. Im ersten Video habe ich dir so die Basics erklärt, wo man Outer City herunterladen kann, erste Aufnahmen. Und im zweiten Video habe ich dir so die Basics erklärt, nämlich wie man schneiden kann und wie man etwas verschieben kann in die Tonspuren und so weiter. Das heißt, wenn du noch nicht ganz so fit bist mit Outer City, dann schau dir vielleicht auch noch vorher diese Basics an. Ja, aber jetzt kommen wir zum ersten Podcast. Wir arbeiten ja mit Audacity oder Audacity. City. Und ich zeige dir gleich einmal, wo ich meine Materialien habe, damit du das zu Hause auch dann gleich vielleicht nachbasteln kannst, was wir da machen. Ich möchte hier einen Podcast machen zu diesem Abendlied von Matthias Claudius. Und da nehme ich mir dementsprechend dann so die ersten zwei Strophen und möchte daraus einen kurzen Podcast machen. Als Audiodatei, die ich dann importieren werde, verwende ich hier dann unter anderem diese Datei hier und diese Datei hier. Auf der rechten Seite siehst du hier mein Drehbuch. Da vielleicht ein Wort dazu: Es ist ganz wichtig, wenn du einen Podcast machst, dass du dir ein Drehbuch überlegst, dass du den Aufbau überlegst, wie lange etwas dauert, was du, welche Materialien du verwendest, was du da eben erreichen möchtest. Und du solltest dich natürlich nicht nur an die Zielgruppe orientieren, was du machen möchtest, sondern auch welche Materialien verwenden kannst, ob du da die Lizenz und so weiter hast. Deswegen zeige ich dann auch hier, wo ich das hier habe und welche Lizenzen das sind. Das wäre in dem Fall dann hier eben so eine Piano-Sequenz, wo ein Klavier etwas gespielt wird. Das wurde hier veröffentlicht. Hier haben wir die CC-Lizenzen und herunterladen kann ich das dann hier. Und ich habe mir hier dann die MP3-Version geholt, rechte Maustaste, Link speichern unter und sie landet dann in meinem Projektordner. Als zweite Sache verwende ich dann hier so eine Eule, Englisch Owl, die ich dann auch hier mit einbauen möchte. Da habe ich hier wiederum die CC-Lizenzen dann hereingeholt und herunterladen wieder ganz hier unten mit rechter Maustaste, Link speichern unter oder Ziel speichern unter, je nachdem welchen Browser du eben verwendest. Dann die dritte Audiodatei, die ich hier verwende, ist der Applaus, findet man hier. Und kann man dementsprechend dann unter dieser CC-Lizenz dann auch verwenden und herunterladen kann man es dann hier wiederum mit Link speichern unter. Ich gehe jetzt dann auch in Audacity hinein. So, dann geht es immer bei Audacity und da können wir dann diese Dateien dann hereinholen. Ich gehe hier auf Datei, Projekt speichern als erstes einmal. Projekt sollte man speichern. Klicke hier auf Speichern unter. Und da werde ich dann darauf hingewiesen, dass ich in dieser Projektdatei, also wenn ich die weitergebe, dann nicht einfach meinen gesamten Podcast weitergebe, sondern dass da drin im Prinzip alle Sachen sind, die Tonspuren und so weiter. Und dafür brauche ich auch die Projekte, dass ich hier dann an meinem Podcast zum Beispiel auch dann weiterarbeiten könnte. Ich klicke mal auf OK. Als Dateinamen wähle ich mir 03. Da siehst du hier die Dateinamenerweiterung AOP. Das sind so die Projektdateien eben von Audacity. Klicke auf Speichern. Habe jetzt hier 03 und kann dann hier die Dinge dann alle hereinholen, die ich da verwenden möchte. Ich gehe jetzt auf Datei, gehe auf Importieren, Audio und hole mir dann hier das erste dann herein. Das wäre hier dann die Datei. Hole mir dann die nächste herein, gehe auf Importieren, Audio, hole dann die zweite rein. Das war die Eule, von der ich vorhin gesprochen habe. Mache dann eine neue Tonspur auf. Gehe wieder auf Importieren, Audio und hole mir dann dementsprechend dann hier den Applaus dann herein. Klick auf Öffnen. Jetzt habe ich hier drei Tonspuren. Und diese Tonspuren könnte ich dann, ich gehe mal daher zum Zoomen, verkleinere das dann, sieht man dann hier, dass ich hier diese Tonspuren habe und kann sie dann dementsprechend auch zum Beispiel verschieben. Also ich könnte den Bereich hier dann, ja, da verschieben, den könnte ich jetzt zum Beispiel hier verschieben und wenn ich das jetzt hier alles abspielen würde, ja, da sieht man, dass ein gewisser Unterschied da ist. Es hakt ein bisschen ein. Ich gehe hier auf zu diesem Auswahlwerkzeug, wenn ich das jetzt hier abspielen würde, dann habe ich hier diesen angenehmen Ton. Wenn ich jetzt hierher gehe, diesen Ton. Hat man gerade dann die Eule gehört und wenn ich das übereinander verschieben würde mit dem Verschiebewerkzeug, gehen wir mal daher, dann würden diese Töne dann gleichzeitig dann dargestellt werden und parallel dazu sind dann diese Töne dann da. Gut, ich kann dann aber auch natürlich den Inhalt dieser einzelnen Bereiche dann dementsprechend dann auch verschieben. Ich
Wenn ich das dann, wenn ich mir das Verschiebewerkzeug hier wähle, kann ich in den unteren Bereich auswählen und schiebe ihn dann zum Beispiel auf in diese Tonspur, kann diese hier zumachen und kann dann diese Eule hier zum Beispiel dann hier verwenden. Ich habe in meinem Drehbuch geschrieben, dass ich sie verkürzen möchte, diese erste Bereich dann mit den Tontönen. Ich wähle mir hier dieses Auswahlwerkzeug, vergrößere mir vielleicht hier diesen Ausschnitt, dass ich etwas mehr davon sehe. Und da sehe ich schon, von 0 bis 5 Sekunden würde dieser Bereich hier sein. Markiere den einmal, der hat mir vorher nicht so gut gefallen. Und schneide ihn aus. Ihr könnt auf Bearbeiten ausschneiden zum Beispiel gehen, dann rückt das hier nach. Und wenn ich das jetzt hier abspielen würde, dann ist es ganz akzeptabel. Und ich möchte die ersten 10 Sekunden verwenden, gehe hierher, markiere diesen Bereich, gehe wieder auf Bearbeiten ausschneiden oder die Entfernen-Taste, wäre auch möglich. Und habe dann diesen Bereich hier, den ich hier dann verwenden könnte. Wenn ich parallel dazu hier dann diese Eule dann haben möchte, müsste ich eigentlich nur hergehen, das Verschiebewerkzeug wählen, gehe dann hierher, ja, gehe dann hierher, spieße einmal ab. Na, ich muss erst mit dem Auswahlwerkzeug natürlich an den Anfang gehen. Bin jetzt hier, Post 1, noch so. Siehst, das ist dieser Bereich. Wenn ich hier sagen würde, ich möchte diesen Bereich hier dann von der Lautstärke dann vielleicht verändern, dann könnte ich hier zum Beispiel hergehen und könnte dieses Hüllwerkzeug verwenden. Geht hierher, macht dann zwei Punkte hinein. In den Basics habe ich dann etwas mehr darüber geschrieben. Könnte das hier dann so machen. Könnte mit dem Hüllwerkzeug hierher gehen und könnte zum Beispiel dann das hier markieren und das hier markieren und könnte an dieser Stelle hier dann zum Beispiel das ein bisschen um eine Spur zum Beispiel etwas lauter machen. Jetzt wähle ich mir wieder das Auswahlwerkzeug, spiele mir den Anfang einmal ab. Da wird es leiser, merkt man hier dann. Und da wird es lauter. Dann möchte ich ja diese Eule zweimal verwenden. Ich gehe dann wieder hierher, markiere diesen Bereich dann, den ich dann kopiert haben möchte. Gehe auf Bearbeiten, Kopieren. Wähle dieses Werkzeug wieder aus, gehe jetzt vielleicht hierher und mache dann hier Bearbeiten einfügen oder Steuerungstaste V. Und dieser Bereich wird hier noch einmal dann erzeugt. Und wenn wir hier beim Schluss dann wären, gehen wir dann hier mal vielleicht her, spielen wir das hier ab. Dann lauter Applaus, den könnte ich später dann leiser stellen. Ja. Jetzt geht es darum, dass ich meine beiden Strophen dann aufnehme. Dazu mache ich mal eine neue Spur, neu hinzufügen, eine Stereospur und da gehe ich jetzt an den Anfang. Ich kann es später auch noch verschieben, gehen wir an den Anfang und nehme dann hier auf, drücke die Taste Plus 1, gehe an den Anfang und nehme mal die erste Strophe auf und dann die zweite Strophe. Ich spreche mal den Anfang. Der Mond ist aufgegangen. Da merke ich dann, dass ich hier diese Sachen ja dann höre. Es gefällt mir jetzt weniger. Stelle ich diese Spuren dann stumm. Wie das geht in den Basics habe ich schon beschrieben. Ich mache nochmal diese Audiospur hier weg. Mache eine neue Stereospur. Und kann jetzt in Ruhe das dann aufnehmen und beginne. Das Abendlied von Matthäus Claudius. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen. Am Himmel hell und klar, der Wald steht schwarz und schweiget. Und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel. Wunderbar. Da habe ich jetzt hier aufgenommen. Jetzt nehme ich mir eine neue Spur hinzu und nehme jetzt dann hier, da stelle ich jetzt hier stumm und nehme jetzt die zweite Strophe auf. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmerung Hülle, so traulich und so hold als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Jetzt habe ich hier die zweite Strophe aufgenommen. Jetzt geht es im Prinzip darum, dass ich diese Sachen, die ich hier habe, in irgendeiner Form dann so zusammenbastle. Dazu nehme ich immer mal hier diesen Bereich hier, nehme das Verschiebewerkzeug und verschiebe das einmal eine Spur höher. Nehme dann hier die eine Spur nach unten, kann ich jetzt auch schon weggeben und habe hier dementsprechend dann hier die Eulen. Hier haben wir das Intro. Und verschiebe jetzt dann an die richtigen Stellen dann die entsprechenden Teile.
Gut, ich mache mir hier ein bisschen Platz, da herum. Da gebe ich vielleicht jetzt auch die Stummschaltung weg. Jetzt würde man alles hören. Hier verschiebe ich das. Und hier nehme ich jetzt dann den Bereich, schiebe hier nach oben. Ja, das hier ist die zweite Strophe. Und dann unterlege ich dann in dem Fall dann hier so die Eule. Ja, habe ich hier. Dann markiere ich sie mir vielleicht noch einmal, und dann, wenn ich sie noch mal kopieren kann, das ist ja doch eine geschickte Sache. Gehe wieder auf Bearbeiten, Kopieren. Gehe dann hier rein, mache Bearbeiten, Einfügen. Ja, habe es dann hier markiert, füge es vielleicht noch einmal ein. Ich habe es im Zwischenspeicher. Gehe dann hier zum Verschiebewerkzeug. Schiebe das jetzt hierher. Gehe hierher. Da ist die zweite Strophe. Schiebe das hier daher. Das war dann der Applaus zum Schluss. Und habe jetzt hier dann dementsprechend dann die Eulen. Ja. Und du kannst dich erinnern, dass wir hier beim Applaus ja einen recht langen Applaus haben, den beschneide ich jetzt noch einmal. Ich gehe jetzt hierher und setze das Auswahlwerkzeug an eine entsprechende Stelle. Vielleicht vergrößere ich es vorher noch, dass ich hier genauer entscheiden kann, was ich wegschneide. Gehe vielleicht hierher und habe dann hier die Möglichkeit, wenn ich auf Bearbeiten gehe, Clip Grenzen trennen oder eben STRG-Taste-I, kann ich das hier trennen. Wenn ich jetzt hierher gehe, und wenn ich jetzt hierher gehe, mit einem Doppelklick da hineingehe in diesen Teil, Doppelklick, habe ich das jetzt hier ausgewählt und kann mit der entweder Bearbeiten löschen, kann ich diesen Bereich jetzt hier rauslöschen und es rückt dann dementsprechend nach. Man sieht, dass dieser Applaus ja doch relativ lang geht. Ich mache das dann so, ich mache es jetzt ein bisschen kleiner wieder, gehe jetzt hierher, markiere diesen Bereich und kann dann zum Beispiel mit, könnte es wieder so trennen oder ausschneiden. Ich zeige es jetzt einmal trennen, dann habe ich hier diesen Teil, mache einen Doppelklick hinein, drücke die Entfernen-Taste und dieser Teil verschwindet hier. Weil es wieder natürlich dann, also nicht das Video, sondern diese Datei hier dann, dass da nicht einfach dann hinten noch irgendwie was weitergeht, sondern dass das alles gleich aufhört, gehe ich wieder hierher, Clipgrenzen trennen, habe dann wieder diesen Teil, mache einen Doppelklick hinein und kann dann wieder mit der Entfernen-Taste das hier abschneiden. Schauen wir das jetzt einmal an, was ich hier habe. Gehe an den Anfang. Vielleicht, wenn ich einen besseren Gesamtüberblick habe, gebe ich hier wieder ein Minus hin. Gehe an den Anfang mit dem Auswahlwerkzeug, drücke die Pose 1-Taste, hören wir das einmal an. Das ist so die Intro dann praktisch. Ja. Das Abendlied von Matthias Claudius. Vielleicht ist dann dementsprechend hier das an dieser Stelle ein bisschen laut. Ich nehme dann das Hüllwerkzeug, gehe dann vielleicht hier hinein, ja, bis hierher und senke das dann dementsprechend an den Stellen dann hier ab. Hier hat er automatisch schon welche erzeugt. Wir können dann hierher gehen. Schauen wir, wie sich das jetzt anhört. Ich nehme wieder dieses Auswahlwerkzeug. Ein Lied von Matthias Claudius. Der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen. An Himmel hell und klar, der Wald steht schwarz und schweiget und aus den Wiesen steiget der weiße Nebel wunderbar. Da sieht man, da war gerade eine, Pause. Ich schiebe das jetzt dann, könnte das jetzt hier wieder aussuchen, aber das Verschiebwerkzeug brauche ich dementsprechend, wähle das hier aus und kann es dann hier an die Stelle dann schieben. Ja, und so kann man dann, wenn ich jetzt hierher gehe, vielleicht hören wir uns den Rest noch an, wie das noch geworden ist. Ich daher. Als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und vergessen sollt. Ja, der Applaus ist dann, glaube ich, relativ laut. Da könnte ich jetzt hier zum Beispiel hergehen und könnte dann hier dementsprechend dann mit der Lautstärke dann arbeiten und könnte hier zum Beispiel hergehen, könnte auf Effekt gehen, könnte vielleicht mit dem Tempo mir das dann zum Beispiel dann verändern, könnte das Klatschen zum Beispiel auch etwas langsamer machen. Ja, gehe hierher, machen wir das einmal so. Ist jetzt viel langsamer geworden, siehst du, es dauert dementsprechend noch länger, ich mache das jetzt rückgängig. Aber mit solchen Features, wie ich es im Basic Video gezeigt habe, kann man dann natürlich dementsprechend arbeiten. Jetzt sage ich einmal, mein Podcast ist dementsprechend dann fertig. Ich trage mir jetzt hier dann
unter Metadaten dann die entsprechenden Metadaten ein. Das mache ich einmal jetzt schnell. Ich habe das jetzt hier eingetragen und wie im Basics Video gezeigt, Genre kannst du hier welche auswählen, je nachdem was du da gerade fabriziert hast. Ich trage bei mir hier Vokal ein, das heißt ich habe etwas gesprochen und klicke auf OK und diese Metadaten werden gespeichert. Die spielen dann eine Rolle, wenn du es auf deinem Smartphone dir zum Beispiel anschaust und nach bestimmten Dinge dann suchst, wer das gemacht hat, Album und so weiter, dann spielt das da eine Rolle. Projekt Speicher natürlich nicht vergessen. Das heißt, ich könnte dann hier das, was ich hier gemacht habe, auch verändern, könnte es lauter leiser machen. Das kann ich ja bei der MP3-Datei in einzelnen nicht so einfach machen. Aber es geht dann jetzt darum, dass ich eine MP3-Datei mache. Da gehe ich auf Datei exportieren als MP3 exportieren. Und er schlägt meinen Dateinamen vor, den kann ich belassen oder auch verändern. Ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und könnte sagen, okay, Abendlied könnte ich jetzt verändern. Abendlied. Hier Einstellung würde ich hier belassen, mein Bitratenmodus, beste Qualität. Ist zwar die Datei etwas größer, dafür habe ich auch dann wirklich eine gute Soundqualität. Bei mir belasse ich Stereo, weil ich ein Stereo-Mikrofon gehabt habe. Da kannst du eigentlich im Prinzip all diese Einstellungen so belassen. Ich klicke jetzt auf Speichern. Die Spuren werden heruntergemischt und als eine Stereo-Datei exportiert. Das passt. Ich klicke auf OK. Da erscheinen die Metadaten, die ich vorhin schon eingegeben habe. Das passt ja. Ich klicke auf OK. Es wird diese Datei erzeugt. Dann schauen wir es jetzt im Ordner an. Bin jetzt hier in diesem Ordner gelandet. Da ist diese Abendlied-Datei erzeugt worden. Eigentlich mit einer kleinen Größe. Rechte Maustaste unter Windows Eigenschaften, gehe ich auf Details und dann sehe ich hier dann genau diese Dinge, die ich dann hineingeschrieben habe, Interpret, Markus Opitz, Abendlied und so weiter und da habe ich die Länge von 46 Sekunden, Bitrate und so weiter. Und dann bleibt mir eigentlich zum Schluss dann eigentlich nur noch übrig, dass ich mir das Ganze dann einmal anhöre, nicht scheue. Die Tonspuren werden gemischt. Ja. Sind gleich die 10 Sekunden da vorbei. Das Abendlied von Matthias Claudius. Ja, ich hätte mich vielleicht ein bisschen lauter noch Stärke verändern können. Und zum Schluss haben wir dann den Applaus gehabt. Ja, das sieht schon, es hängt auch davon ab natürlich, welche Materialien man da verwendet, welche man da einbauen kann in dein Video. In die Videobeschreibung gebe ich dann zwei Links hinein zu zwei anderen Videos von mir. Der erste geht es darum, was ist erlaubt, gemeint für Creative Commons, das heißt, welche Materialien darf man verwenden überhaupt. Und dann habe ich ein eigenes Video auch einmal gemacht über kostenlose Musik auf neuen Webseiten, wo man dann dementsprechend dann auch sich Sachen runterladen kann, worauf man achten sollte. Und die kann man natürlich dann super in einen eigenen Podcast einbauen. Gut, ich hoffe, dass ich dir damit geholfen habe, deinen ersten Podcast zu produzieren oder vielleicht noch deine Podcast-Fertigkeiten auszubauen und wir sehen uns sicherlich wieder bei einem neuen Video demnächst auf meinem Kanal.